Ich gehöre repariert. Sicherlich einer der persönlichsten Songs von dem ganzen Album. Ist ja, kennt ihr ja jetzt auch schon, kann man sich schon anhören. Ja, ist eine Geschichte, die auch irgendwie entstanden ist, weil ich repariert gehört habe. Also das ist, ich wollte halt irgendwie auch normal drüber reden und nicht das dann irgendwie so überdramatisieren. Und deswegen auch dieser relativ easy Sound, auch wieder ein bisschen so Police-artig. Ich habe das, der Song ist zusammen entstanden mit einem großartigen deutschen Künstler, der Maxim heißt. An dieser Stelle liebe Grüße. Der hat ein Album gemacht vor ein paar Jahren, das mich einfach so unfassbar begeistert hat. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann einmal dann auch ein Künstler bin, der andere Künstler anrufen kann und sagen kann, so, hey, wollen wir nicht mal was machen? Der war dann ganz lieb und hat dann irgendwie über seinen Manager ausrichten lassen, so, ich habe mir das Zeug von dem angehört, so, warum will der jetzt genau mit mir was machen, weil der braucht mich doch nicht. Und ich habe gesagt, ja, aber ich möchte mit dir einen Song schreiben. Und dann haben wir gemeinsam Musik gemacht und dann ist dieser Text gekommen. Ich gehöre repariert, ja. Ist so gewesen. Habe ich dann gemacht, habe mich reparieren lassen. Habe gemerkt, dass was nicht stimmt. Wollte einfach gar nicht mehr das hier alles machen. Und dann habe ich mir helfen lassen und dann wurde es besser. Und jetzt macht es mir wieder Spaß. Und musikalisch habe ich es auch irgendwie toll gefunden. Das ist ja bei dem ganzen Album irgendwie das Schöne an Erfolgen, weil man nachher irgendwie hergehen kann und sagen kann, so ja, ich habe ein bisschen Geld, um zum Beispiel diese Gitarre, die da ist, die haben wir dann halt echt eingespielt mit einem, ich glaube, Baujahr 78 Jazz Chorus Gitarrenverstärker, so ein Roland Jazz Chorus, den viele Keyboarder auch verwenden, aber das ist eigentlich ein Gitarrenverstärker, der diesen Chorus-Sound schon von sich aus rausbringt, dass es dann nicht im Nachhinein entstanden, sondern der klingt so. Den muss man auch Stereo abmikrofonieren, weil man das sonst gar nicht hören würde. Ist eine coole Geschichte gewesen, dass man dann halt irgendwie hergehen kann und sagen kann, ich möchte diesen Sound, dann kaufe ich einen Verstärker, nur um diese eine Gitarre einzuspielen. So Zeug haben wir viel gemacht bei diesem Album und das erweckt den inneren Buben in mir und ich liebe das einfach so ein Zeug zu machen. Ich glaube, ich gehöre repariert. Ich weiß irgendwas.